Working Draft, Revision 476. Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Hörerinnen und Hörern wie euch. Auf patreon.com/workingdraft könnt ihr uns ein paar Euro in den Hut werfen. Aus euren Beiträgen und unseren gelegentlichen Werbeeinnahmen bezahlen wir allerlei teure Software-Abos und das Honorar unserer Audioproducerin. Wenn ihr euch auch beteiligen wollt, könnt ihr das unter patreon.com/workingdraft sehr gerne machen. Wir danken euch tausendfach für die Unterstützung und fürs weitere Zuhören. Willkommen bei einer neuen Ausgabe des kuscheligen Working Draft. Heute sind wir zu dritt. Da hatten wir zum einen die Vanessa. Servus. Und den Hans. Ja, hallo. Und ich bin der Shep. Und unser Thema heute ist Recruiting. Wow. Und zwar anlässlich der Tatsache, dass ihr beide in so einer Rolle seid, wo ihr zumindest Hans in der Vergangenheit und Vanessa aktuell viele Leute castet, kann man sagen. Ja, eine Person nach der anderen, jeden Tag. Nein, ja, naja, aber so halt, ihr macht das eben. Und da kann man ja so einige Dinge beleuchten, die spannend sind für die Hörerinnen und Hörer, die selber mal recruiten müssen und Kandidaten irgendwie abklopfen, aber eben auch für Kandidatinnen und Kandidaten, die genauso die andere Perspektive dann auf den Recruitment-Prozess haben. Mhm. Ja, ich glaube auch, also dass es halt viele, viele unterschiedliche Ansätze gibt. Wahrscheinlich ist da auch jede Firma irgendwie unterschiedlich. Sogar Teams in Firmen, kriege ich bei uns mit, sind da völlig unterschiedlich. Deswegen, ich bin auch voll gespannt, was so deine Erfahrungen sind, Vanessa, oder wie ihr das jetzt im Moment auch handhabt, als, ja, ich sag mal, Startup. Und Shep, du als Freelancer hast da wahrscheinlich auch nochmal einen ganz anderen Blick auf diese Themen. Gerade du, glaube ich, weiß gar nicht, wie das bei dir dann ist. Interessiert mich auf jeden Fall auch mal. Ja, und ich habe so das Gefühl, also man lernt da halt auch nie aus in diesem Teilbereich. Also man lernt so viel über die Jahre auch dazu, finde ich. Also ich weiß noch, als ich früher als Freelancer unterwegs war, ne, wenn man dann mal in ein größeres Projekt kam, klar, da hat man sich dann mal vorgestellt, auch vielleicht mal irgendwie ein bisschen ein Interview gemacht, aber wenn man dann in eine Festanstellung geht, dann ist es nochmal anders, glaube ich. Und gerade auch, wenn man Leute für eine Festanstellung finden möchte, gibt es halt ganz unterschiedliche Themen, die man so bei den Menschen, ja, abfragen möchte, die in den Bewerbungsprozess kommen. Aber ich weiß nicht, sollen wir vielleicht mal einsteigen und wir erzählen mal, wie wir so aktuell unterwegs sind oder was so unsere aktuelle Herangehensweise ist an so einen Recruiting-Prozess und was eigentlich ein Recruiting-Prozess alles so beinhalten sollte. Genau, bevor wir das machen, wollte ich noch fragen, ob wir das so machen können, dass wir sogar, also ich weiß nicht, ob ihr darüber reden könnt, aber wir, also ob ihr da Einfluss drauf habt, aber das auch schon wie ihr die Jobs dann veröffentlicht oder kundtut, ja. Das würde mich dann da auch schon interessieren. Ganz vorne angefangen sozusagen. Genau. Ja, Vanessa, du sagtest im Eingang, glaube ich, ihr sucht jetzt gerade nach mehreren Positionen. Wenn ich das richtig verstanden habe, gerade im Frontend-Bereich. Und da habt ihr jetzt im Moment viele Bewerberinnen und Bewerber, mit denen ihr da irgendwie zugegen seid. Was, also wie seid ihr überhaupt an die rangekommen, wäre ja dann die Frage von Shep. Ja, genau. An sich bin ich bei Interviews für Frontend seit 3 Jahren dabei, aber auch dann bei 3 verschiedenen Firmen. Und tatsächlich, wie du schon meintest, Hans, es war bei jeder einzelnen komplett unterschiedlich. Jetzt, ich bin im Startup und ich bin die Einzige im Frontend. Das heißt, es ist auch tatsächlich nur mein Flow, den ich da jetzt gerade mache. Und Shep, zu deiner Frage, wir haben keine Stelle ausgeschrieben. Ich habe noch nicht mal einen PDF, auf der draufsteht, was diese üblichen Sachen so, das erwarten wir von dir und das kannst du von uns erwarten. Also es gibt kein PDF, wo draufsteht, du kriegst einen Obstkorb und eine Kaffeemaschine.
Wir haben entschieden, weil wir haben auch seit diesem Jahr im Januar, also seit ungefähr, jetzt sagen wir mal seit ungefähr 4 Monaten, auch für uns einen Designer mit am Start. Und das ist natürlich für mich jetzt auch eine komplette andere Arbeitsbelastung als vorher. Vorher hatten wir einen CSS-Framework einfach benutzt. Und meine Haupttätigkeit war dann, die logischen Komponenten zu schreiben oder ein paar einzelne Custom-CSS-Sachen zu bilden. Und jetzt ist es aber wirklich schon verbunden mit einem Design-System aufbauen. Hat mir so in dem Sinne auch keiner gesagt, aber davor war ich in der Agentur, das heißt, mein erster Gedanke war, das wird gescheit gemacht, wir machen ein Designsystem. Und dann hieß es von mir aus, ich könnte mir da Unterstützung vorstellen, dann haben wir es auch im Backend gemerkt, weil wir im Moment nicht mehr die Zeit haben, Sachen auch wirklich gut auszuprobieren, sondern mehr liefern müssen. Und das ist natürlich dann auch, dann geht bei technisch vielleicht auch einfach was verloren, dass die anderen gar nicht wissen, dass man einfach technisch noch mehr machen könnte. Und der Prozess ist dann so gewesen, dass ich auf Twitter und auf LinkedIn geschrieben habe, übrigens, ich suche einen oder eine Frontendlerin. Und die beiden Gründer, die haben natürlich auch hier und da ihre Netzwerke und ihre Bekanntschaften auf LinkedIn. Wie die genau an Personen kommen, weiß ich auch nicht, aber die kennen, wie gesagt, Personen. Dann gibt's da so ein Notion-Table und dann steht da der Name drin, E-Mail-Adresse. Und dann der erste Scan, worum wir gebeten werden, ist, ihre Projekte zum Beispiel in GitHub anzuschauen. Das fiel mir dann ein bisschen schwer. Dann geht man auf so ein GitHub-Profil und ich meine, ich würde jetzt nicht mein GitHub-Profil verkaufen. Seit ich arbeite, bin ich festangestellt. Ich bin nicht stolz auf mein GitHub-Profil. Da sind ein paar gefolgte Sachen drauf. 2 Sachen, die sind ganz cool, die sind aber noch nicht mal gepinnt oder sowas. Was ich darum dann gebeten habe, mir erstmal Bescheid zu sagen, ist das was, worauf die jetzt tatsächlich stolz sind oder haben die jetzt nur mal ihren GitHub-Link dagelassen? Und wenn sie auf irgendwas stolz sind, dann sagt mir doch am besten Bescheid, welches Projekt, welches File davon, welches Feature, welcher Commit ist besonders geil. Dann kann ich da mal schauen. Und wenn ich da schon weiß, irgendjemand denkt sich, boah, dieser Commit war super, dann ist da so eine Grundpassion schon mal vorhanden. Jetzt ist es so beim Startup, das ist natürlich eine besondere Menschengruppe, die wir suchen, denn nicht jeder möchte in diesem scheinbar unsicheren Verhältnis arbeiten. Ich habe dann auch Interviews geführt, die mich ganz am Ende, so in den letzten 5 Minuten gefragt haben, wie ist denn da so mit Urlaub und Nachtarbeit und ich habe Kinder und ich so, um Gottes Willen, dass ich brauche auch Schlaf. Aber solche Sachen, die kommen dann ganz anders dazu. Und genauso fair möchte ich auch zu den Personen sein. Das heißt, unser Ablauf ist aktuell, dass wir nach diesem GitHub so mal durchschauen, entscheiden, entweder ich habe gar keine Informationen, aber das ist jetzt auch nicht schlimm, oder ich sehe, da ist schon mal so eine Grundtendenz vorhanden. Dann gibt's von mir eine Coding-Challenge zugeschickt und die ist timeboxed auf 6 Stunden. Ich möchte nicht, dass die Personen mehr machen. Der Hans schaut gerade komisch. Was möchtest du denn dazu sagen? Ich schaue erstaunt. Das sieht nur komisch bei mir aus, aber ich meine mit erstaunt. Also ich finde das krass, was du gerade sagst. Eine 6 Stunden Coding Challenge ist ja auf jeden Fall schon zeitlich auf jeden Fall ein großer Invest, den man dann als Bewerberin dann gehen muss. Das ist definitiv wahr. Und es müsste auch nicht der einzige Weg sein. Also wir haben uns auch versucht, ranzutasten, um zu schauen, ob denn einfach nur ein Interview besser wäre. Im Moment fahren wir mit den Coding Challenges aber ganz gut. Auch deswegen, weil diese Coding Challenge ist nicht einfach random. Das ist eine Aufgabe, wie ich sie hier auch jede Woche umsetzen müsste. Und es gibt auch so eine Warnung an die Leute voraus, was sie dann bei uns tun müssten. Es gab auch eine Person, die meinte, das ist nicht mein Ding, das ist so, gefällt mir nicht so. Also es gab es auch mehrere Personen, weil das dann anders vorgestellt wurde. Und dann haben wir auch ganz schnell eine Antwort. Ich finde das mega gut, also was du gerade sagst, wie ihr das macht, ne? Dann irgendwas realitätsnahes, weil was mich in der Vergangenheit häufig gestört hat an so Coding-Challenges, ist halt, dass es so eine sehr abstrakte Sache dann war, auch selbst als jemand, der dann irgendwie ein neues Projekt gekommen ist, noch als Freelancer oder so, dann hat man halt gesagt bekommen, ja, okay, jetzt machen wir mal hier diese Coding Challenge, ob die dann 30 Minuten ist oder halt 6 Stunden, wie du jetzt maximal da zur Zeit als Zeit zur Verfügung stellst. Häufig waren es dann Themen, die halt irgendwie nur so am Rande dann wirklich mit der realen Arbeit zu tun haben. Und das finde ich halt manchmal ein bisschen schwierig.
Ich finde aber auch, dass es total helfen kann, so eine Coding-Challenge zu machen, um vor allem, um zu sehen, ob die Leute halt von, sage ich mal, wie man Code schreibt, ob das halt eine Herangehensweise ist, mit der man sich identifizieren kann. Ne? Weil ich finde es halt total schwierig zu sagen, hey, ich gucke mir jetzt irgendwie hier, keine Ahnung, 100 Zeilen Code von einer Person an, um dann zu sagen, ja, das ist gut oder schlecht. Und dann gibt's ja häufig bei diesen Coding-Challenges, da musst du so eine Punktzahl erreichen und nur wenn du dann so und so viel Prozent erreicht hast, kommst du dann in die nächste Runde oder what do I know? Und was ich halt für mich festgestellt habe, auf jeden Fall, wenn ich sowas mache, ist dann halt A, was realitätsnah ist, B, aber halt irgendwie für mich dann auch zu sagen, okay, mir geht's ja nicht drum, wie viel Prozent du davon erreichst, sondern wie ist dein Coding-Stil, welche Entscheidungen triffst du, wie baust du deinen Code auf? Das finde ich immer wichtig, weil für mich war es in der Vergangenheit so, ich habe mal am Anfang immer Coding-Challenges gehabt, dann habe ich irgendwann gesagt so, es interessiert mich nicht, wie die Leute coden, wir werden das schon hinbiegen, wenn die Leute vom Mindset her passen. Und mittlerweile sage ich aber, ja, manchmal kann es vielleicht doch ganz, ganz cool sein. Deswegen, ich finde diesen Ansatz auf jeden Fall interessant, den ihr da fahrt. Und besprecht ihr dann auch diese Sachen dann danach irgendwie? Oder wofür dient eigentlich die programmierte Kunst dann? Genau das passiert dann danach. Also es ist wirklich auch für mich eine schwierige Entscheidung, weil ich ja auch den Leuten keine Zeit kosten möchte. Und es tut mir tatsächlich auch leid, wenn ich mitbekomme irgendwie, dass Leute auch wirklich lange dran sitzen. Also gerade je jünger sie teilweise sind, habe ich auch gehört, dass es 12, 13 Stunden waren. Es tat mir dann auch leid. Teilweise muss ich dann natürlich auch Lösungen unterschiedlich behandeln, wenn ich weiß, bei der einen sind 12 Stunden reingeflossen und bei der anderen halt einfach nur 6. Das heißt, es wird dann von mir, so wie ich menschlich dazu in der Lage bin, so fair wie möglich dann auch behandelt, dass eine 12 Stunden bessere Abgabe natürlich besser ist. Dann die andere Alternative ist natürlich immer irgendwie extrem schwere Fragen stellen oder überhaupt Fragen zu stellen oder Live-Coding zu machen. Wir machen es jetzt mit der Coding-Challenge und aufgrund dieser Coding-Challenge findet eine offene Diskussion statt. Nach der Coding-Challenge und ich bin ernsthaft verblüfft aktuell, wie gute Abgaben ich bekomme. Es ist eben auch eine Coding-Challenge, die basiert darauf, dass man ein komponentenbasiertes Framework-Aufgabe abgibt. Ich stelle offen, ob das mit Vue 2, Vue 3, React, Angular gemacht wird. Das ist mir per se nicht wichtig. Sie sollen lieber ihre Lieblings-Framework benutzen, als etwas, was ich dann nicht gut nachvollziehen könnte, wie gut sie eigentlich wirklich wären. Und bei unserem technischen Interview danach, und das setzt sich für 90 Minuten an, das ist dann mit mir alleine, dann erstmal ein Blablabla, ein Kennenlernen, natürlich auch immer, ob sie erstmal Fragen haben, die sie herausreden wollen und gleich beantwortet haben möchten. Und dann fange ich an, Fragen zu der Challenge zu machen. Es sind mehr Aufgaben, als man wirklich auch vielleicht sinnvollerweise in diesen 6 Stunden machen kann. Das heißt, worauf ich Wert lege, ist, dass irgendwie eine lauffähige Version bei mir ankommt und dass dann auch einfach vielleicht in der README bemerkt wird, und das sind jetzt Beispiele von mir genannt, das ist jetzt nichts, was konkret so abgegeben wurde, aber ein Beispiel wäre, ich wäre völlig damit d'accord, ich hatte keine Zeit zu testen, zum Beispiel bei uns in der Firma wird nicht getestet, ich kann das nicht so gut, ich habe mich drauf fokussiert, anderes zu machen. Oder man könnte auch irgendwie schreiben, ich habe mich jetzt mit diesen Tests versucht, ich habe dafür Feature 3 und 4 dafür weggelassen, damit die Abgabe an sich generell aber gut wird. Und dann kommt natürlich auch, sie geben es über GitHub ab, über ein Repository, wo ich dann als Contributor eingeladen werde. Da sehe ich auch natürlich so ein bisschen, wie Git benutzt wurde. Ich schaue mir jetzt keine Commit History oder irgendwie sowas an. Ich schaue auch nicht, zu welchen Zeiten das kommentiert wurde. Aber da sehe ich natürlich schon, ob da eine Commit-Message irgendwie eine Message ist oder ein fixes whatever oder final, sowas. Und aufgrund dieser Coding-Challenge, dann geht's aber auch teilweise in die Tiefe. Da muss man ein bisschen Local Storage verwenden und man muss API-Calls machen. Und dann blühen manche Leute schon gleich am Anfang auf und sagen, boah, wäre ja auch GraphQL und Apollo geil. Oder man müsste das hier eigentlich ganz anders machen. Und es ist sogar so tricky, die Aufgabe, dass die UX ist nicht unbedingt toll von dieser Aufgabe. Und die Personen, die einfach auch beginnen, ja, also dieses Feature umzusetzen, war jetzt schon komisch. Also ich hätte da gern noch Feedback zu der UX, wenn ich das sagen darf. Und ich so, oh Gott, ja, natürlich. Und dann beginnt eine offene Diskussion. Ich mache keine Fragen wie, wo ich es gerne öfter mal stellen würde, wie, keine
was ist Git, erklär mir Git Rebase und Git Commit oder Git Merge oder Git Bisect oder Git Re, wenn ihr Git Re nicht kennt, dann schlagt es mal nach, ist voll geil. Rendering Pipeline wäre auch so eine Frage, die ich gerne stellen würde, aber wir fahren jetzt gerade mit Code in Challenge und Diskussion basiert danach. Und dann ist es auch so, dass ich Codefehler sehr gut verzeihen kann, wenn ich dann sehe, es passt menschlich. Ansonsten ist eine Sache noch spezifisch. Wir suchen halt wirklich für nur unser eines Team. Davor bei einer Agentur war meine Situation anders. Wir hatten viele Teams. Wir hatten überall schon Personen da drinnen. Und ich wusste, dass ich habe eine Person gesehen, dachte mir, es passt, glaube ich, in dieses Team oder in dieses Team. Ich wusste, ich konnte jede Person unterbringen. Jetzt finde ich das schon ein bisschen schwieriger, das wirklich so richtig gut einzuschätzen. Aber da habe ich dann auch noch die Gründer hinterher, die dann nochmal einen Cultural Fit machen und auch nochmal eine Meinung bilden. So viel zu meinem Monolog. Wie würde Hans... Wenn man ohne Coding Challenge macht, was habt ihr dann gemacht? Also vielleicht, um das so ein bisschen von hinten aufzurollen, was du gerade sagtest. Du sagtest gerade, danach passiert dann der Cultural Fit. Also danach gucken dann nochmal Leute, ob das halt von der Kultur zum Unternehmen passt. Was würdest du darunter so für euch definieren? Also das, was ich gerade schon meinte, ich möchte extrem fair gegenüber jeder Person sein. Ich würde zum Beispiel niemanden ich persönlich mache jetzt keinen Vertrag, aber ich würde jetzt niemanden ein starkes Ja oder so geben, wenn ich denke, dass wir nicht gut für die Person sind. Zum Beispiel habe ich auch mit Personen gesprochen, die extrem begeistert davon waren, wirklich gute Technologie einzusetzen, jetzt so ein bisschen um der Technologie willen, wo ich das Gefühl hatte, die wollen aber wirklich in so einem Software-Team arbeiten, wo es wirklich um Coden geht. Das ist bei uns einfach nicht so ganz der Fall. Bei uns arbeiten die Engineers auch am Produkt und an der UX mit und das Produkt hat teilweise Vorrang. Bei uns, wir haben nicht diesen perfekten Board, Prozess, Zyklus gerade von Jira. Das ist noch nicht alles gesetzt. Und das würden die Leute bei uns mit aufbauen. Und wenn ich da sehe, jemand möchte das auch überhaupt nicht mit aufbauen, dann will ich das der Person auch nicht unbedingt antun. Anderes Thema vielleicht ist auch damit reinspielt, ist jetzt, wir sind ja alle remote und irgendwie hat sich jetzt so auch entwickelt, dass wir jetzt auch dann remote hiren, obwohl das Kernteam in München ist. Auch da muss ich drauf achten, einerseits mit den vorhandenen Teammitgliedern, dass wir dann niemanden ausschließen, sobald wir wieder ins Office gehen. Aber dann sind auch Sachen dabei, würden die uns mal in München besuchen, würden die umziehen, würden die einmal im Monat herkommen. Und dann versuchen wir schon, die Charaktere auszugleichen. Also irgendeine Person, die vielleicht kontrolliert ist, über Sachen nachdenkt, aber wir brauchen auch eine Person, die vielleicht mal ein bisschen nach vorne pushen will, damit nicht jeder einfach nur nachdenkt und nichts passiert, dass das sich irgendwie in der Waage hält. Ja, verstehe. Also ich finde es auch extrem wichtig, also wie die Menschen halt einfach sind. Also ich habe das, fand das immer für mich persönlich schon wichtig. Ich fand auch immer wichtig, dass die Leute halt Bock hatten, die gleichen Dinge zu tun. Also wir sind bei uns zum Beispiel recht agil unterwegs, ne? Also diese Prozesse, die jetzt bei euch vielleicht noch nicht so klar sind, wie du das eben sagtest, ne? Vielleicht auch, wenn man ein bisschen klein noch ist für manche Sachen. Bei uns ist es schon halt relativ gefestigt, dass wir halt Scrum machen, natürlich die ganzen Tools, die da sozusagen aufgesetzt sind, aber auch die Prozesse drumherum, so das ist schon relativ stabilisiert, sage ich mal. Man kann da immer besser werden und möchte man natürlich auch. Und genau auf sowas achte ich ganz viel in den Interviews, immer wenn man miteinander spricht, finde ich es sehr wichtig halt zu schauen, welche Einstellung haben die Leute zu Themen, ne? Und es gibt halt immer diese zwei Kategorien, finde ich, von Menschen, auch wenn das super schwierig ist, Leute halt in so Kategorien einzuteilen. Aber ich finde, man merkt recht schnell, ob Leute offen neuen Dingen gegenüber sind und Veränderungen gegenüber sind oder ob man sagt, nee, ich finde das schon gut, wie das gerade ist.
Und ich glaube, was wir halt ganz stark suchen bei uns, ist halt Leute, die halt dieser Veränderung offen gegenüberstehen, einfach weil der Alltag bei uns halt so vielfältig ist, ne? Also man hat immer irgendwelche neuen Themen, genau wie du eben sagtest, die Leute müssen halt einen Change mitmachen wollen, wenn sie sagen, nee, komm, wir müssen jetzt einmal den Prozess finden und dann bleiben wir in dem Prozess bitte auf der Schiene immer geradeaus, dann ist man halt häufig, also dann funktioniert das für unser Team oder die Teams, in denen wir arbeiten, bei uns nicht so gut. Und es hatte sich eben bei dir so angehört, als wäre das halt ähnlich. Und ich finde, also wir haben so ein bisschen, oder ich habe den Prozess für unser Team ein bisschen umgedreht, weil ich glaube, dass halt dieses Thema Cultural Fit, also hat jemand Bock, in einem Team zu arbeiten, passt das so von der Chemie zwischen den Beteiligten in einem Interview, passt das schon mal, und die grundsätzlichen Vorstellungen, das merkt man halt meiner Meinung nach relativ schnell. Und deswegen habe ich gesagt, hey, wir ziehen auf jeden Fall dieses Interview an die erste Stelle, weil ich komme gleich dazu, was wir bis dahin an Informationen von den Leuten haben. Aber mir ist es wichtig, dass die Leute halt nicht einen zu großen Invest tätigen müssen von sich aus, ne? Sprich, wenn die halt irgendwie Coding-Challenge machen, dann haben die auf jeden Fall Aufwand. Wenn das dann nachher nichts wird, dann ist, finde ich das halt, weil die halt, keine Ahnung, nicht sauber, also was heißt sauber, aber nicht flüssig Englisch sprechen können, dann ist es halt leider sehr schwierig bei uns im Team halt, gut arbeiten zu können, so. Und das ist halt etwas, was ich einfach sehe, was sehr, sehr viel bei uns vorkommt, ne? Und da sage ich dann, hey, dann lass das doch mal so machen. Wir machen erst diesen Cultural Fit, halbe Stunde, maximal dreiviertel Stunde, wo man sich kennenlernt. Wir sind immer zu zweit von unserer Seite und die Bewerberin oder der Bewerber. Einfach um Ahnen unterschiedliche Bilder zu geben von dem, also ich sage etwas anders gefärbt, logischerweise, als jetzt ich sag mal, Jacob, einer unserer iOS-Kollegen. Und das finde ich einfach wichtig, halt diese so ein bisschen unterschiedliche Blickpunkte zu geben, weil man auch auf ganz unterschiedliche Sachen Wert legt. Und im Endeffekt, die Leute, die ich interviewe, die sind im Endeffekt, stelle ich die ja für mein Team ein. Wenn ich dann als sozusagen derjenige, der nachher auch deren Vorgesetzter ist, immer alle Fragen beantworte, ist das halt auch so ein bisschen, also würde ich nicht optimal finden als eine Person, die sich irgendwo bewirbt. So. Und wenn man diesen Cultural Fit durch hat, dann gehen wir aber auch in ein technisches Interview. Im Normalfall mache ich in diesem Cultural Fit Interview schon mal so oberflächlich, frage ich so ein paar Sachen in der technischen, von der Technik her ab, sodass man dann schon mal grob weiß, in welche Richtung geht das. Und wenn man das dann hat und dann gemerkt hat, okay, die Person ist vielleicht technisch noch nicht auf dem Niveau, wie man es erwarten würde, dann stellen wir dann häufig eine technische Frage nochmal, so eine Coding-Challenge. Wir verwenden da ein Tool, das nennt sich Codility, heißt es, glaube ich. Da kann man so Fragen einstellen und die dann auch begrenzen auf eine bestimmte Zeit. Meiner Meinung nach gibt es da teilweise ein paar ganz coole, für uns auch realitätsnahe Themen. Das fand ich ganz cool. Ja, und dann so ist es auf 60 Minuten bei uns begrenzt. Finde ich auch dann schon echt, würde ich auch einen guten Zeitinvest finden, weil die Leute sich ja auch teilweise vielleicht bei uns jetzt zumindest bei 3-4 anderen Arbeitgebern irgendwie noch bewerben. Ja, und in dem technischen Interview, was wir dann häufig machen, da geht's dann ja um natürlich auch grundsätzliche Themen, so wie geht man vielleicht auch etwas an, auch immer mit einem Kollegen oder einer Kollegin zusammen, beziehungsweise in dem Fall ist es meistens ein Kollege tatsächlich. Und was wir jetzt viel machen, ist dann aber auch im JavaScript-Bereich, einfach zum Beispiel, wenn es um Frontend-Themen geht, auch mal so React-Lifecycle-Methoden mal abfragen. Was sagt dir denn Lifecycle? Und wenn man dann halt über so Themen spricht und dann halt einfach auch hört, wie die Person darüber redet, verwendet man jetzt vielleicht auch Hooks und solche Geschichten und was bedeutet denn der Lifecycle dann noch und so. Das ist dann für mich interessant. So die klassischen Dinge, also mein Kollege, der da mitmacht, fragt auch gerne mal die klassischen Sachen, so was ist denn, keine Ahnung, eine Closure oder sowas. Das finde ich dann okay, kann man abfragen. Für uns hilft das halt einfach, wenn die Leute halt eine Antwort dazu geben, wie sie die Antwort geben, ne? Völlig egal, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Und vor allem, wenn Leute Dinge nicht wissen, finde ich das total interessant,
genau wie du vorhin gesagt hast, Vanessa, ne, manchmal hast du dann halt Leute, die halt irgendwie sagen, ja, hier bei diesem Design, das fand ich jetzt nicht so optimal und eigentlich fände ich es geiler, wenn man nochmal hier und darüber sprechen könnte und das mal verhandeln könnte, vielleicht auch mit dem PO oder mit einem Designer oder Designern oder wie auch immer. Und das finde ich halt auch immer interessant, wenn die Leute dann sagen, ja, okay, gute Frage. Aber da würde ich dann nochmal zurückfragen und dann man in ein Gespräch kommt. So. Und das habe ich bei einigen Leuten auch erlebt, die halt auch Bock dann haben, halt sozusagen wirklich Teamarbeit zu betreiben. Weil du kannst halt die, also wir haben echt Leute interviewt, technisch, wir haben gesagt, ja, persönlich passt das noch nicht so richtig, aber lass doch nochmal das nächste Interview machen. Technisch brillant, ne, oder sehr gut einfach. Aber wir mussten uns trotzdem dagegen entscheiden, weil das halt einfach einfach in ein Team nicht passen wird. Wenn jemand immer nur für sich arbeiten möchte, ja, und der sagt, ja, ich bekomme dann vom PO die Aufgabe, dann mache ich die und dann gebe ich die ab, dann wird die von irgendjemand getestet. Das passt leider halt nicht zu der Art, wie wir bei uns im Team arbeiten. Das mag in anderen Kontexten perfekt funktionieren, ja, und man ist wirklich vielleicht jemand, der sehr, sehr, sehr gut ist, einfach dann für diesen speziellen Bereich. Bei uns leider funktioniert das dann häufig nicht. Und vor allem, was ich mir halt wünsche, ist, dass die Leute halt mündig sind, ne, und mitarbeiten wollen und sich halt auch mal in einem Refinement dahinsetzen und halt auch mal dagegen halten. Genau diese Punkte, die du eben gesagt hast, die da wichtig werden, ne, diese einfach auch, wie kann sich ein Mensch auch ausdrücken, kann ein Mensch auch flüssig mit uns sprechen, ja, und das ist mir völlig egal, welches Level die Leute haben. Also mir geht's nicht darum, dass da irgendwie der Senior oder die Senior Developerin sitzen muss irgendwie und dass die perfekten technischen Details haben muss. Mir geht's einfach darum, dass man sich sozusagen unterhalten kann, nenne ich es jetzt mal, ne, und da auch mal sozusagen noch ein zweites Level in der Frage beantwortet wird und nicht nur exakt das beantwortet wird, was man selber gerade gefragt hat. Ja, bei uns gibt es noch ein initiales Interview und wenn ich so drüber nachdenke, ist da wahrscheinlich auch der Cultural Fit im Endeffekt schon vorbei. Also es gibt den initialen Call, der ist ohne mich, der ist mit den Gründern und dann kommt danach dann durch, ob wir mal auf GitHub schauen können. Wenn ich auch bei GitHub sehe, ich habe da schon eine Diskussionsgrundlage, dann gehe ich mit denen zum Beispiel gleich ins technische Interview und auch dieses technische Interview, da kommen dann vielleicht so ein paar speziellere Fragen noch dazu, die ich dann speziell für uns abfragen möchte, die sonst bei der Coding Challenge dabei wäre, aber dann habe ich ja schon eine Diskussionsgrundlage. Nach deinem erstaunten Blick vorher, hast du vielleicht recht und ich denke, ich kann sogar die Coding Challenge auf sowas wie 3 Stunden reduzieren, weil ich glaube, das sind so ein paar Sachen, die mir jetzt auch aufgefallen sind, die man vielleicht mit weniger schon herausfinden kann. Und das Gleiche ist so einfach diese ein bisschen Arbeitsweise. Das mit dem PO ist nämlich jetzt auch ein gutes Beispiel gewesen. Wir haben Prozesse, wir haben Ticketsystem, also auch für mich gut, dass wir jetzt nicht in so einem Zustand sind, der Chaos Development heißen würde. Aber wir haben, man kann jetzt nicht sagen, ich möchte nicht behaupten, dass wir Scrum machen würden, weil ich weiß, was Scrum ist. Und wir haben keinen PO, wir haben keinen Scrum Master. Und von daher gibt es da jetzt nicht eine Person, die alleine da ist, um den Prozess zu überblicken, sondern das ist noch eine Teamarbeit. Und das möchte ich niemanden antun, wenn irgendjemand sagt, so möchte ich halt nicht arbeiten. Ich möchte halt wirklich meinen perfekten Code machen. Ich weiß, dass das jetzt gemacht werden muss. Der wird dann perfekt von QA-Engineers getestet. Die hätte ich nicht zur Verfügung. Das ist hier alles, jeder muss halt irgendwie testen und es läuft alles mit sehr viel Verantwortung. Und das nimmt dann auch Zeit vom Coden weg. Das letzte Interview ist, glaube ich, der Final Call. Und da bin ich natürlich auch raus. Da geht es dann um Gehaltsvorstellungen, Urlaubsvorstellungen und dieses ganze organisatorische Blablabla. Wir haben bisher jetzt tatsächlich nur mit Leuten geredet, die eine Festanstellung haben wollen. Wir haben noch nicht mit Freelancern gesprochen. Da finde ich die Situation für immer so ein bisschen schwierig, was Freelancer angeht, weil ich immer auch möchte, dass es vor allem für das Core-Team fair ist. Ich finde es einfach nicht schön, wenn man irgendwie so ein Core-Team hat und die kriegen da irgendwie ihr Festangestelltengehalt und dann braucht man mal spontan irgendwie Aufstockung und holt sich ganz, ganz schnell irgendwie eine Person rein, die dann aber vielleicht gar nicht durch diese Cultural Fits und sowas durchgegangen ist, weil es ja keine Festanstellung ist.
und vielleicht eben mit diesem Stundenlohn was deutlich Höheres bekommt, aber vielleicht auch technisch gar nicht so gut abgefragt wurde, weil es ja vielleicht nur auf kurzfristige Zeit ist. Und da versuche ich schon, dass immer das Team glücklich ist. Ich finde es dann auch, das ist auch alles gar nicht mein Bereich, ich spekuliere hier nur. Aber ich finde es auch schwierig, was so Gehaltsvorstellungen teilweise auch angehen. In Deutschland ist es oft auch nicht offen kommuniziert, was die verschiedenen Personen so verdienen. Aber habe ich vielleicht so ein paar schlechte Erfahrungen teilweise auch als Frau gemacht, wo ich dann halt auch immer gemerkt habe, im Moment, die männlichen Kollegen verdienen irgendwie alle mehr, wenn man das mal so nach einem halben Jahr in so einer Firma mitbekommt. Wie gesagt, ich weiß es aktuell nicht, aber auch das wäre mir persönlich immer wichtig, dass die Leute auch dementsprechend einfach fair bezahlt werden. Und nicht, weil nur jemand zu tief einsteigt, nie auf das Level kommen kann, was jemand anders verdient, nur weil die Person von Anfang an viel, viel mehr verlangt hat. Ja, also ja, bei uns, ich meine, wir sind ein großer Konzern, ne? Also zum einen gibt es bei uns einen Betriebsrat, der natürlich gewisse Rahmenbedingungen verhandelt hat, die da einfach in den Verträgen drinstehen, die halt auch nicht verhandelbar sind für dich als einzelne Person, wenn du da anfängst, zumindest jetzt nicht auf den meisten Leveln. Genau, und dann gibt's halt auch für das Thema Gehalt gewisse Gehaltsspannen, die dann halt auch greifen entsprechend, wenn man wenn man sich da bewirbt, ne? Wenn man jetzt sagt, okay, ich bewerbe mich hier als Senior Developer und meine Gehaltsvorstellung ist halt x-tausend Euro im Jahr, dann kann es halt sein, dass du zum Beispiel da völlig außerhalb der Range liegst, ne? Kann halt sein, wenn du unten in der Range, also unterhalb der Range liegst, dass dann dir gesagt wird, hey, wir wollen dich gerne einstellen, aber dein Startgehalt wird ganz unten in der Range sein, aber trotzdem noch x-tausend Euro mehr, als du dir gewünscht hast. So. Und das führt natürlich dazu, dass da eine gewisse Gleichheit einfach herrscht. Ne? Und klar ist es dann auch Verhandlungsgeschick. Das ist aber dann auch zum Beispiel bei uns so, bei uns gibt es auch dieses Gespräch, von dem du gesprochen hast. Das passiert bei uns mit HR und da ist man dann selbst auch, also bin ich auch als der Vorgesetzte dann raus. Also das macht dann unsere HR-Abteilung und da wird auch entsprechend geschaut, dass da halt der Überblick passt, ne? Und ich kann es jetzt für mein Team sagen, dass ich weiß, dass da ein sehr homogenes Feld unterwegs ist, was also das Thema Gehalt anbelangt, ne? Ich kann da natürlich logischerweise nichts drüber sagen. In meinem Vertrag steht auch drin, ich darf auch nicht über Gehalt sprechen. Das ist auch so eine Sache, die halt manchmal einfach, also in vielen grad größeren Firmen, glaube ich, einfach der Standard ist. Und ja, also ich weiß, dass es natürlich viele, viele Unterschiede gibt, gerade auch in unterschiedlichsten Firmen. Ich bekommen das natürlich auch in anderen Firmen teilweise mit. Man muss halt auch sagen, dass es halt ganz viel an den Individuen liegt, ne? Also ich weiß, ich habe einen Bekannten, der arbeitet bei einer Agentur, der ist da seit vielen Jahren, der fragt halt nicht, ob er jetzt ein bisschen, also deutlich mehr Geld bekommt. Der kriegt einmal im Jahr vielleicht eine kleine Anpassung oder so, ne? Aber der ist happy damit, was er hat, so, und dann fragt er halt auch nicht und dann gibt's halt auch nicht mehr. Und manche Leute, die sind dann sehr progressiv unterwegs und die sagen dann, hey, guck mal, ich mache hier das, ich möchte auch gern mehr und ich kenne mein Value am Markt, ich würde gerne mehr haben. Und dann kriegt man vielleicht auch ein besseres Angebot, ein neues Angebot, ne? Und das finde ich, das ist halt ganz stark verbreitet, gerade in diesem, ich nenne es jetzt mal Agenturbereich. Wie die anderen Bereiche drauf sind, das weiß ich nicht, aber da habe ich das immer und immer wieder mitbekommen, dass man das gerade da so hat und da dann natürlich auch so eine Schere zwischen jemandem, der ein Senior Developer ist und jemandem, der vielleicht auch einen Freelancer, der dann kurzfristig dazu kommt oder so. Wenn man das dann mal vergleicht, das fand ich dann auch immer, interessant. Aber ich weiß nicht, du bist ja, Shep, selber Freelancer. Wie nimmst denn du so den Markt in dem Bereich wahr, was auch die Gehaltsspannen, sagen wir mal, da anbelangt? Ja, du bist ja selber auch Freelancer gewesen. Ich tue immer so, als wäre ich das genau. Nie gewesen. Ja, genau. Ich finde, also so, man kann sagen, es gibt eigentlich oder man findet immer Kunden für jeden Stundensatz. Egal wie der ist.
Also, und genauso wie man Kunden findet, die den gern zahlen, gibt es auch immer Kunden, die den zu hoch finden. Aber das kann auch bei, keine Ahnung, 30 Euro die Stunde sein. Es gibt einfach Leute, die finden das dann immer noch doof. Und bei 100 auch. Und manchmal ist es sogar eher so, dass man mehr Ruhe hat, wenn man einen höheren Stundensatz nimmt, lustigerweise. Und das sind auch die Kunden, die dann pünktlicher zahlen. Die haben irgendwie da keine Probleme mit. Und so die, die so kniestig sind und irgendwie aufs Geld achten, die sind auch die, denen du dann auch am längsten hinterherrennen musst. Ich weiß es nicht. Also, ja. Ich finde es ja auch total spannend mit diesem Freelancer-Dasein. Ich war es nicht. Aber auch im Agenturbereich habe ich es dann auch gelernt, wie man halt auf verschiedene Projekte kommen könnte. Ich war zwar immer auf einem, aber das wäre ja eine offene Sache. Und ich bin definitiv der Meinung, dass das, wenn jemand so unglaublich gut ist in seinem Beruf, dass man sich sogar in so einer kurzen Zeit, also quasi vielleicht auch wirklich nur so für 3 bis 6 Monate für ein Projekt Freelance, das ist ja oft auch mal so eine normale Onboarding-Phase, wenn man sich so schnell in so ein Projekt reindenken kann, Architekturvorschläge machen kann und da wirklich viel Wert mit reinbringt, dann finde ich auch, dass das wirklich auch wirklich viel wert ist. Mein Punkt war ja davor, dass ich immer nur verschauen würde, dass es halt wirklich fair ist, auch für die Personen, die vielleicht einfach nicht wissen, was sie wert sind. Verhandlungsgeschick ist immer dabei, weil wir anscheinend halt verhandeln. Mhm. Aber das muss ich im Rahmen halten. Und ich finde Firmen einfach spitze, die von Anfang an sagen, du hast weniger verlangt, als wir typischerweise zahlen. Wir stocken das jetzt einfach mal auf unser Minimum auf. Finde ich ganz toll. Genauso aber auch, wenn eine Person einfach sehr gering eingestiegen ist, vielleicht gab es da diese Vergleichswerte noch nicht und jetzt kommen mehr und mehr Personen dazu, bekommen ein größeres Gehalt. Wenn jemand dann wirklich sagt, hey du, pass mal auf, du machst das Gleiche wie die anderen, da gibt es ein Gehaltsgap, wir steigern dein Gehalt jetzt auch. Finde ich halt gut. Ja. Der Hans hatte ja gesagt, er hat ja diese Klausel im Vertrag, dass er über sein Gehalt nicht reden darf. Das ist ja, glaube ich, gang und gäbe. Das bauen die ja alle ein. Das ist, glaube ich, lernt man ja auch in der HR-Ausbildung so quasi in der ersten Woche wahrscheinlich. Aber da ist es ja so, dass das ja eigentlich ungültig ist. Also das ist ja nicht erlaubt. Und gibt auch ein Entgelttransparenzgesetz. Also du hast ja auch gesagt hier, gleiche Bezahlung für Männer und Frauen. Also es ist ja sogar so gedacht, Angestellte sollen sich austauschen, um eben herausfinden zu können, ob es ein Ungleichgewicht gibt. Und ich finde auch Arbeitgeber, die ihren Arbeitnehmern untersagen, mit anderen über ihr Gehalt zu sprechen, die versuchen sich ja eigentlich nur unlautere Vorteile zu verschaffen, indem sie Leute klein halten. Also da finde ich das eigentlich besser, man spricht da offen und sagt, so, das ist halt die Gehaltsstruktur. Und also ich glaube, dass das insgesamt einfach so der etwas gesundere Ansatz ist. So wie es ja diese Konflikte gibt, so, also wir als Entwickler, wir machen viel Open Source und erzählen darüber, wie wir Dinge machen. Es gibt aber viele andere Branchen, die halt so dieses, ich möchte nichts verraten, irgendwem anderes, ich behalte meine Geheimnisse für mich. Und da weiß ich auch nicht, ob das immer der bessere Weg ist. Hm. Ja, also grundsätzlich stimme ich dir da schon zu. Ich glaube, was halt cool ist, wenn man zumindest so diese Gehaltsbänder irgendwo irgendwie kennt. Also ich finde es voll okay, für mich auch, wenn ich die Peers, also die auf meinem Level sind jetzt irgendwie, wenn ich da das nicht weiß, ja. Weil da werden auch Leute dabei sein, die natürlich mehr bekommen, die auch vielleicht weniger bekommen oder so, ne? Und da fängt dann halt, finde ich, ganz schnell auch mal eine Debatte darüber halt an. Und dann kann es halt, leider leben wir halt, finde ich, in so einer Art Neidkultur teilweise, wo man dann halt auch ganz schnell an so einen Punkt kommt, wo halt nicht mehr jeder das so sieht, sondern dann einfach nur sagt, ja, aber warum hat die Person denn jetzt mehr als ich? So nach dem Motto, ja. Und ich finde es wichtig, dass man eine Transparenz hat, auf jeden Fall. Was ich einfach auch gut finde, sind halt diese Portale wie jetzt Kununu und Glassdoor oder so. Das ist zwar niemals dann genau das, wie man in seinem Teilbereich genau verdient, ja, aber ich finde, diese Portale geben einen, gerade bei größeren Unternehmen wie jetzt bei uns,
ProSieben Sat.1, ich sag's jetzt einmal, damit das vielleicht auch mal gesagt wurde. Aber bei uns ist es halt auf jeden Fall, ja, es gibt ja doch schon ein paar mehr Leute, die da arbeiten, dementsprechend auch ein paar mehr Leute, die solche Angaben da mal machen. Und ich finde, es ist gut, diese Bänder zu kennen oder zumindest grob zu wissen, in welchen Bereichen man da unterwegs ist. Einfach um auch für sich selbst abstecken zu können, hey, passt das für mich so? Oder wenn ich ganz low-end bin, irgendwie, hey, ich muss da mal was tun, aber ich habe auch die Chance und weiß, ich kann da auch vielleicht was tun. Ja. Und ja, ich glaube, also, es geht halt nur darum, dass du dich vom Arbeitgeber irgendwie nicht quasi unterbuttern lässt, ohne das merken zu können, weil der Arbeitgeber, der hat ja alle Informationen über alle seine Mitarbeiter und die Mitarbeiter selber dürfen die Informationen nicht erlangen. Ne? Also es müsste ja auch nicht offen irgendwo stehen, aber es muss halt möglich sein, dass du sagst, hier, weiß ich nicht, Peter, was verdienst du denn? So meinst du, ich kann irgendwie, und dann sagt der Peter so, was, Hans, die haben dich voll über den Tisch gezogen, das ist ja echt mega wenig, was du kriegst oder so, und dann so, oh, echt? Ja, also ich finde, man muss da halt auch einfach progressiv dann reingehen. Also Vanessa, du hast das eben gesagt, ja, wenn die Arbeitgeber dann erkennen, dass man ja auch die gleiche Arbeit macht wie jemand anderes, wäre es ja schön, wenn die auf einen zukommen. Verstehe ich natürlich in der idealen Welt, wo jeder sozusagen nur dafür arbeitet, dass es einem Spaß macht, sozusagen, klar, da finde ich das schon, aber ein Unternehmen ist ja im Grundsatz etwas Profitorientiertes. Also eine Unternehmung ist ja etwas, was Geld machen möchte. Das ist ja der Titel dessen, ja. Dass man jetzt natürlich sagen kann, da gibt's unterschiedliche Abstufungen. Manche sind halt Ausbeuter und manche sind halt irgendwie eher den Leuten zugewandt. Aber ich finde, jemand aus dem HR, der halt auf dich zukommt und sagt, hey, ich gebe dir jetzt mehr Geld, weil, also obwohl du in der Gehaltsrange bist oder so, einfach so ohne etwas ist, also finde ich schon interessant auf jeden Fall, also wenn sowas passieren würde. Ich finde, man muss als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer auf jeden Fall das einfordern, was man möchte. Und meiner Meinung nach ist es auch am Arbeitgeber dann, das zu verhandeln. Also eine Verhandlungsgeschick an den Tag zu legen und zu sagen, nee, das, was du forderst, das möchte ich, aber davon möchte ich weniger haben. Ich finde, das ist halt irgendwie so für mich sozusagen der normale Lauf der Dinge. Ansonsten wäre irgendwie was kaputt am System, finde ich. Ja, aber es gibt Leute, die das nicht gerne machen, ne? Und die da auch sich nicht wohlfühlen mit. Und es gibt halt Profiteure von so einem System und Leute, die da nicht von profitieren. Und ist halt die Frage, ist das dann okay so oder ist das irgendwie doof? In so einem, ich weiß nicht, ob ich habe es bisher persönlich nie erfahren, ob es in so einem Tausenderbereich da irgendwie Neid gibt. Ich meine, wir alle wissen, dass da netto pro Monat, ich meine, das macht dann irgendwie immer so einen 5er im Monat Unterschied und dann denkt man sich auch, wieso soll ich mir überhaupt die Mühe geben, jetzt da zu verhandeln? Mein Punkt ist, denke ich, wirklich so in einem Zehntausenderbereich, wenn es da zu große Gaps gibt. Aber ihr dürft natürlich jetzt gerne auch noch weiterreden, wenn ihr noch andere Sätze darüber hättet. Ansonsten hätte ich noch ein anderes Thema zum Recruiting vorgeschlagen. Ja, ich wollte vielleicht nur noch ergänzen, so als Freelancer, du hattest ja gesagt, bei denen ist ja so ein bisschen das Doofe, dass die nicht durch diese ganzen brennenden Ringe springen müssen, bis sie dann irgendwie im Zweifelsfall mal anfangen zu arbeiten und dass sie auch relativ viel verdienen. Genau, das stimmt. Man muss aber auch sehen, dass die können halt jederzeit gefeuert werden. Oder die sind so, wenn man die nicht mehr braucht, kann man die, das ist ja das Schöne, ne? Die sind ja so quasi die Arbeitscloud. Wenn irgendwie zu viel los ist, dann skaliert man den Regler halt hoch. Genau, und wie bei Google auch. Also im Vergleich zu wenn man irgendwo Blech bei 1&1 stehen hat, kostet das dann irgendwann deutlich mehr, die Flexibilität. Aber dafür müssen die halt teilweise eben auch Zeit überbrücken. Ich meine, die Guten vielleicht gar nicht so viel, aber da braucht man halt dann einfach so ein bisschen Polster für die Zeit, wo man eben nichts hat. Genau, und vieles ist ja auch so, also man hat ja ganz viel, man hat ja keinen Arbeitgeber an oder weniger Arbeitgeberanteil, der muss ja da viel weniger beisteuern, also vielleicht eben auch ein Bürotisch und so, wobei das ja dann schon wieder so ein bisschen gefährlich wird mit Scheinselbstständigkeit und so. Aber das muss dann ja der Freelancer oder die Freelancerin alles mitbringen und unterhalten. Und
Genau, also dann, wenn man seine Steuer gemacht hat am Ende des Jahres, ist es dann auch nicht immer so, klar, wir können alles absetzen, dadurch ist alles quasi kostenlos. Ja, also ist schon nicht schlecht, aber es ist halt, es ist auch nicht so, so wir schwimmen jetzt dann auch Nein, nicht so im du, Geld. Ne? Shep, total. Also ich hätte, es wäre auch überhaupt nicht mein Ding, weil ich glaube, es gibt hier irgendwie, du hast hier keine Krankentage, ich weiß noch nicht mal, wie es Ja, genau, wenn ich krank bin, Pech. Und diese Unsicherheit ist jetzt, wäre jetzt nicht das, wofür ich mich quasi so begeister. Es ist ja diese gefühlte Unfairheit. Ja, ja, es genau. Es ist diese gefühlte, wenn man irgendwie mal aufschnappt, kriegen die mal einen Stundenlohn von 120. Wenn dann die Leute anfangen, sich bei einem Bruttogehalt von einem Festangestellten sich selber einen Stundenlohn auszurechnen, dann merkt man, da ist jetzt gerade was zum Hadern. Weil ich denke, vielen Leuten ist natürlich klar, wie viel da abgeht. Nur dann kommt sowas gefühlt. Ja, das vielleicht auch nicht. Also ich kann das schon verstehen, dass man den Übertrag nicht schafft. Oder auch das, also wenn ich in Urlaub fahre, ist das halt sauteuer, ne? Also, weil nicht Urlaub sauteuer. Und ich verdiene nichts gleichzeitig. Ich habe schon Schlimmeres gehört. Ich habe gehört von Personen, die haben sich nicht getraut, in dem Sinne, sich mal jetzt den Urlaub für sich zu nehmen, weil dann hätten sie einem Kunden absagen müssen. Dann hätten die eine schlechte Bewertung sozusagen bekommen. Und ich habe von Leuten gehört, die haben quasi Jahre durchgearbeitet, um niemanden absagen zu müssen, damit niemand sagt, ja, mit dieser Person kann man nicht arbeiten, das ist unzuverlässig. Es ist ja Nee, das ist definitiv zum Glück nicht schön. Nicht. Ja. Interessant auf jeden Fall. Ich wollte aber zum Thema Gehalt noch eine Sache nochmal aufmachen. Und zwar bin ich der Meinung, dass gute Senior Developers A, schwer zu kriegen sind. Okay, klar. Aber ich finde auch, dass die Leute einfach chronisch und das ist, hört sich so schlimm an in diesem Zahlenbereich, wenn man darüber spricht, wie viel Senior Developer häufig bekommen. Aber ich finde dennoch, wenn man mal auch mal das, was eben diskutiert wurde über das Thema Freelancer, ne, ich glaube, dass Senior Developer sozusagen die Position, dass man in dieser Position beispielsweise sechsstellig verdient, das finde ich ist schon extremst selten und nur bei den allergrößten Companies wahrscheinlich in Deutschland irgendwie der Fall, habe ich so das Gefühl, in der Festanstellung. Und das finde ich unverhältnismäßig. Also ich finde, das, was man sozusagen als Senior Developer teilweise halt in der Festanstellung verdient, im Vergleich zu genau solchen Positionen, wie ihr es eben beschrieben habt, teilweise schon echt nicht so üppig, wenn man da jetzt mal die Relation sozusagen spielen lässt, ja, dass wir alle, wenn extrem gut bezahlt, also alle wahrscheinlich nicht, aber ein Gros der Entwicklerinnen und Entwickler in diesem Bereich, in dem wir unterwegs sind, sehr gut bezahlt sind, das steht nicht außer Frage. Für mich geht es hier nur um die Verhältnismäßigkeit sozusagen, wenn wir halt darüber sprechen, als Freiberuflerin, Freiberufler, guter Senior Developer im selbstständigen Bereich, sechsstellig auch nach Abzügen sozusagen zu verdienen, ist meiner Meinung nach irgendwo möglich. Aber ich glaube, als Senior Developer auch entsprechend mit Zurechnung der Arbeitgeberanteile sechsstellig, das ist schon eher sehr weit weg. Wir müssen jetzt unbedingt bei diesem Thema bleiben, weil ich bin da absolut tatsächlich der gleichen Meinung. Ich finde gerade der Bereich der Senior-Bezahlung nämlich teilweise schwierig, weil diese Range da ziemlich groß erscheint und vielleicht auch da dann irgendwann dieser Neid kommt. Ich finde auch, dass das ist ja, glaube ich, in Amerika komplett anders, aber in Deutschland steigt man mit einem, ich glaube, also ich bin mit einem Gehalt von 45.000 in München eingestiegen, bei so einem kleinen Start-up. Und das war dann auch, wo ich mir im Nachhinein dachte, das war jetzt tatsächlich nicht so viel dafür, dass ich 5 Jahre studiert habe und einen Master habe, im Vergleich zu Münchner Allgemeinverhältern. Aber das hat mich damals ja auch nicht interessiert, als ich dann angefangen hatte zu arbeiten. Allerdings ist es schon im Verhältnis, bekommt man irgendwann nicht mehr wirklich viel mehr für das, wie viel schneller man arbeitet und wie viel nicht nur, wie schneller man jetzt ein Feature macht, darum geht's mir gar nicht, sondern wie viel erfahrener du bist, einen Bug in allen möglichen Bereichen rauszufinden, was jetzt Clouds angeht, was Architektur angeht, Bildprozesse etc. Verglichen mit damals habe ich angefangen, ein bisschen HTML und CSS. Ja, das klang jetzt schlecht. Damit habe ich halt nur eine Sache, auf die ich mich fokussiert hatte, während jetzt mein Aufgabenbereich so groß ist. Und der Neid kann auch daher kommen, weil es
meiner Meinung nach schon oder meiner Erfahrung nach sehr große Qualitätsunterschiede gibt bei einzelnen Personen, was die eigentlich abliefern. Und da finde ich es dann schwierig, wenn teilweise jeder gleich bezahlt wird. Ich finde es natürlich auch schwierig, wenn die Gehaltsspanne zu groß wird. Das war ja genau mein Argument vorher. Das ist für mich schon so ein bisschen ein Dilemma. Ich kenne auch niemanden und ich glaube auch, es ist nicht einfach in Deutschland als einen Senior Entwickler, ist jetzt mal egal, welche Frontend, Backend, IO, ist ja völlig egal, einen sechsstelligen Betrag zu bekommen. Ich kann es mir vorstellen für diverse Lead-Positionen, aber das ist in den meisten Fällen auch ein anderer Beruf. Dann brauchst du zwar dein ganzes technisches Background-Wissen, aber in der Lead-Position machst du vielleicht keinen, dann delegierst du Tasks, schaust, dass alles läuft, aber bist gar nicht mehr an deiner Senior-Stelle so am Ausführen. Und das finde ich dann schwierig, wenn Leute aus, weil sie das Gehalt für sich selber bestimmen, dass sie das bekommen sollten, vielleicht in diese Position wechseln, die sie aber vielleicht gar nicht wirklich haben wollen, aber wegen diesem, ich muss diese Lead-Position übernehmen, um das Gehalt zu bekommen. Aber in dem Bereich gibt es ja auch eigentlich zwei, also meiner Meinung nach zwei Karrierewege. Einmal halt diesen sozusagen technische Exzellenzweg, wie auch immer, ja, dass man vielleicht in einem Bereich Architektur, Softwarearchitektur vordringt oder ich weiß nicht, verschiedene Unternehmen haben ja verschiedene sozusagen Senioritätslevel noch nach dem Senior Developer, ne, Staff Developer gibt's, glaube ich. Wäre jetzt auch nochmal interessant, zum Beispiel, ich glaube, der Stefan hat da auch mal angerissen, wie sie das bei sich machen. Ich glaube, Google hat da ja auch ein Modell, was recht verbreitet ist, glaube ich, gerade im US-amerikanischen Bereich. Kenne mich da jetzt auch nicht super aus, ne? Aber ich glaube, das ist der eine Bereich und dann gibt's halt diesen anderen Bereich und das ist mehr dieser Management-Bereich, ne? Wenn du vielleicht auch aus dem Development kommst und dann sagst, okay, ich mache hier ein Teamlead irgendwie, Engineering Management, vielleicht sowas in die Richtung und dann halt über verschiedene andere Posten, die man dann halt mehr in eine People-Management plus technische Skills-Schiene kommt. Und das sind für mich so diese zwei Wege, die es gibt. Ne? Man muss sich da halt irgendwann mal entscheiden. Klar kann man auch irgendwann sagen, okay, komm, jetzt habe ich so viel Architektur gemacht, ich kenne mich so gut aus und habe immer die Teams mit sozusagen auch sozial so ein bisschen verwaltet, geführt, wie auch immer. Und ich wechsle dann in den Managementbereich rein. Ich glaube, das kann man durchaus auch machen. Aber irgendwo muss man sich halt entscheiden, meiner Meinung nach, was man dann halt möchte. Und ich glaube, dass gerade, wenn man halt dann diesen technischen Pfad verfolgen möchte, man über eine Architekturstelle, da gibt's natürlich dann auch Lead-Software-Architekten, gerade im Enterprise-Bereich natürlich und sowas, wo man dann natürlich auch nochmal sich weiterentwickeln kann und glaube auch dann nochmal, wenn das gewünscht ist, halt auch noch Gehaltssprünge machen kann. Genau. Ja, es geht vielleicht dann tatsächlich mit einem Firmenwechsel einher. Es ist natürlich, was du vorher schon meintest, für Firmen, für Unternehmen nicht immer möglich, jetzt zu sagen, wir schaffen jetzt diese Stelle, die wir aber vielleicht gar nicht brauchen, die wir gar nicht bezahlen können oder was anderes. Ja. Ich möchte dazu nochmal einen Link, und zwar engineeringladders.com. Wir werden es auch mal verlinken oder mit als Lektüre mitgeben, wo es halt verschiedene Teilbereiche da nochmal zu beleuchten gibt, was so eine Position dann auch eventuell beinhalten kann. Und in diesem Kontext gibt es auch einige größere Unternehmen, die diese Matrix, nenne ich es jetzt einfach mal, einsetzen, um vielleicht auch ein Rating über die einzelnen Positionen, über die Aufgaben in den einzelnen Positionen auch zu geben, um eine gewisse Vergleichbarkeit auch herstellen zu können. Das finde ich persönlich ganz interessant, weil man natürlich auch immer wieder vor der Aufgabe oder vor der Herausforderung steht, hey, hier möchte sich auch jemand weiterentwickeln oder genau wie du sagtest, ne, verlässt sonst das Unternehmen, macht den nächsten Schritt. Und dafür ist es vielleicht auch interessant, sich zu überlegen, okay, was können wir denn intern überhaupt bieten? Ich glaube, da T-Shape und M-Shape sind da auch noch solche Wörter, wie man, das ist ein guter Punkt. Man weiß ja teilweise gar nicht, was soll ich denn machen, um auf die nächste Stufe zu gehen. Das ist natürlich immer gut, wenn man sich dann auch überlegen kann, in welchen Bereichen man sich persönlich noch verbessern kann. Ein anderer Teilbereich mit diesen Gehältern
Und du Hans, du meintest es schon, wir reden halt wirklich teilweise von sehr hohen Gehältern, wo dann teilweise wieder Neid entsteht, aber sie sind ja generell sehr hoch. Und jetzt finde ich es spannend, wie viele Personen quasi sind so Entwickler, Entwicklerin geworden, so nur fürs Gehalt. Es würde mich nur so mal persönlich interessieren, ob da Personen da sind, die einfach so rangehen oder die auch dann den Marktwert sehen von, okay, keine Ahnung, in München verdient man als Senior, keine Ahnung, die Spanne ist zu groß, also irgendwas zwischen 60 und 90, glaube ich, habe ich mal alles schon mal gehört. Aber dann auch einfach sagen, okay, ich verlange das auch nach, ja, jetzt wird es schwierig, dass ich mich jetzt nicht verplapper, nach kürzerer Erfahrung als vielleicht andere haben. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt aus einem Bootcamp rauskommt und dann Senior werden möchte. Das wäre jetzt ein sehr schlechter Vergleich. Aber okay, jetzt habe ich das, habe ich ein gutes Ding. Wir haben zumindest schon mal grob überlegt, um auch den Leuten sagen zu können, was könnten sie machen, um auf eine nächste Stufe zu kommen. Haben wir so eine Junior, Professional, Senior Einteilung. Und verglichen mit anderen Firmen ist die teilweise vielleicht strenger, vielleicht auch teilweise lockerer in anderen Bereichen. Aber was macht man jetzt quasi, wenn man eine Bewerbung von einem Senior hat, die bei einem selber einfach nicht als Senior reinpasst? Also aus meiner Erfahrung ist es einfach zu sagen, hey, pass auf, verstehe ich, dass du diese Position möchtest. Hier ist unsere transparente sozusagen Herangehensweise, wie wir Stellen bewerten. Und wir sehen dich im Moment auf dieser Position. Und dafür können wir dir folgendes Gehalt anbieten. Ist das etwas, was du möchtest? Und im Normalfall habe ich so die Erfahrung gemacht, verhandelt man ja dann, hey, was ist denn sozusagen mein Weg dahin? Und das finde ich persönlich halt super wichtig irgendwie, dass man halt Leuten an den Weg aufzeigen kann. Ne? Keine Ahnung, ob man das halt in jedem Team so tun kann. Aber ich finde es halt total wichtig, dass die Leute, wenn sie sagen, hey, ich möchte etwas erreichen, möchte auf das nächste Level, dass man klar sagen kann, hey, das und das und das sind diese Punkte, die du tun kannst. Und guck mal, da sehe ich noch Defizite bei dir. Oder hey, lass doch mal, wenn jemand sozusagen sich bewirbt, lass doch mal jetzt das erste halbe Jahr gucken. Nach der Probezeit machen wir eine neue Bewertung und dann zeigen wir ganz klar auf, wo das Gap sein kann. Und wenn das gefüllt ist, dann steht dem Ganzen der Beförderung sozusagen auch nichts im Wege. Aber natürlich ist das ist immer so eine Gefühlssache, finde ich. Also ich finde das ganz schwierig, das auch zum Beispiel messbar zu machen, ne? Weil du kannst halt die Leute nicht alle über einen Kamm scheren. Also manchmal, es gibt halt irgendwie für mich zumindest so Bewertungskriterien, wo man halt sagt, okay, die Person ist auf diesem Teilbereich halt mega gut, auf einem anderen fehlt etwas, aber das reicht mir trotzdem, um die Person zu befördern oder so. Genau. Wobei, so lange sind wir ja jetzt auch noch nicht in der Teamkonstellation zusammen, sodass das bei uns jetzt auch noch nicht vorkam. Aber ich weiß es aus aus anderen Teams, wo ich witzigerweise, und das ist vielleicht auch noch ein Thema, was ich gerne nochmal mit euch besprechen würde, nämlich als Freelancer in so einer Art Engineering-Manager-Position war, also auch, sagen wir mal, auch zwei Teams geleitet habe, ganz wenig programmiert habe auch dann tatsächlich und mehr sozusagen dafür verantwortlich war, das Team zu leiten oder zwei Teams zu leiten in dem Fall. Ich finde es erstaunlich, gerade wenn man im Freelancer-Bereich unterwegs ist und sagt, hey, ich möchte mich irgendwann weiterentwickeln, beispielsweise Architektenstellen machen, so war es bei mir, oder auch in den Managementbereich gehen, da ist es sehr schwierig, als Freelancer ranzukommen. Würdest du das auch so sehen, Shep? Ja, ich glaube, das ist schon eher selten. Das liegt ja da eher daran, dass das ja so der Grundgedanke ist, dass man dieses Wissen in-house aufbauen und halten möchte, glaube ich. Also für Firmen ist es nicht so interessant, sich jemanden von außen zu holen, der eine zentrale Position besetzt, der eben nicht fest ans Unternehmen gebunden ist. Da kann man natürlich jetzt die Gegenfrage stellen, wie fest ist denn ein Festangestellter an die Firma gebunden, ne? Weil in der Regel hast du ja auch, du hast ja jetzt nicht hier, keine Ahnung, IG Metall-Verträge, wo du ewig und drei Tage irgendwie Übergangszeiten hast, sondern das geht ja teilweise ratzfatz, dass die Leute weg sein können, vor allem wenn die dann noch irgendwie Überstunden übrig haben. Ich glaube, das ist Augenwischerei. Ja. Das macht gar keinen Unterschied. Also man kann genauso einen Freelancer an die Firma binden, indem man eben
ein spannendes Projekt hat, gute Leute und das Geld in Ordnung ist, wie einen Festangestellten oder eine Festangestellte. Dennoch herrscht halt so diese Denke vor, würde ich sagen. Und das ist dann auch der Grund, weshalb das eher selten vorkommt. Ich mache das ja meistens, also ich bin nicht so ein Steineklopfer-Freelancer, der einfach nur Manpower irgendwie so ein, die auf Manpower noch ein Steinchen drauflegt, sondern meistens bringe ich bestimmtes Know-how rein, das nicht da ist, das auch nicht so zu bekommen ist und binde mich auch gerne länger an die Kunden, auch wenn das immer so ein bisschen grenzwertig wird, dann irgendwann leider mit dieser Scheinselbstständigkeit, aber ich habe auch gerne Ruhe im Karton, also ich mag auch gerne länger an Projekten arbeiten, weil man dann einfach zu ganz anderen Punkten kommt, als wenn man eben mal nur so kurz so da reinhüpft, irgendwie Vollgas gibt und nach einem halben Jahr wieder abspringt. Also da kann man halt irgendwie anleiten und ein bisschen Knowledge-Transfer machen, aber so richtig cool wird es ja eigentlich erst so nach einem Jahr, sage ich jetzt mal, wo du irgendwo bist. Du hast definitiv recht, dass man auch innerhalb von einem Jahr als Festangestellter auch wieder einen neuen Job haben kann. Ich denke, also bei der Agentur, bei der ich gearbeitet hatte, da hatte ich dann eine 3 Monate Kündigungsfrist bis zum Quartalsende. Und dann habe ich halt auch mit Leuten drüber gesprochen. Also, das ist ja jetzt quasi, das ist ja die böse Variante. Das ja, kann ja ein halbes Jahr werden. Das ist schon so diese Angst, wirklich dann noch Monate bleiben zu müssen. Ich fand das ganz witzig. Mich hat das damals nicht weiter interessiert. Ich fand es persönlich auch nicht schlimm. Ich jetzt spannend finde, die Coding Challenge, die ich bekommen, die Coding Challenges, also die Solutions dafür, die ich bekommen hatte, ich war wirklich teilweise extrem erstaunt, wie gut die waren im Sinne von, was React oder Vue.js angeht. Das fand ich vor ein paar Jahren, hatte ich dann noch so ein bisschen einen anderen Eindruck. Auf der anderen Seite, ich hatte eine Abgabe mit einem schematischen, barrierefreien HTML und ich konnte mich ja gar nicht satt sehen an dieser Aufgabe. Aber jetzt fällt es mir gerade eben dadurch auf, es kommt jetzt, glaube ich, so eine Zeit, da steigen Leute ein in die Frontend-Entwicklung zu einer Zeit der Ära von Frontend-Frameworks. Das finde ich selber total spannend, weil das ja früher für mich kam das aus einer anderen Richtung. Ich kam aus der HTML- und CSS-Richtung, habe dann mal jQuery gelernt und das mit Vue.js oder JavaScript oder wirklich so viel Logik schreiben, State Management, Router, das kam ja für mich eher später. Habt ihr da ähnliche Erfahrungen oder andere Gedanken? Ja, ich muss sagen, so jetzt auf den Recruiting-Prozess bezogen, muss ich tatsächlich sagen, dass ich selten bisher Bewerberinnen oder Bewerber hatte, die halt genau aus so einer Ecke, wie du gerade beschrieben hast, kamen. Also bei uns war es häufig, waren es eher die, ich nenne es jetzt mal, um hier eine Notiz abzulesen, Oldies, was jetzt, wo wir uns dann vielleicht auch dazu zählen können, ne? Die Leute, die halt mit jQuery-Plugins sozusagen angefangen haben und darüber irgendwie dann JavaScript gelernt haben. So. Genau, kann ich einfach so nicht unbedingt unterschreiben. Was ich aber häufiger sehe, sind Leute, die wirklich auch heute noch in diesem Kontext eher Plugin-basiert sozusagen unterwegs sind, die halt sagen, okay, ich mache halt hier irgendwie HTML, CSS und JavaScript, aber jetzt ein React ist noch neu für mich oder das läuft zwar auch auf unserer Seite, aber ich mache da gar nicht so viel dran. So Bewerberinnen und Bewerber habe ich in der Vergangenheit ab und an mal gehabt. Ja, da versuche ich immer aus meinem besten Gewissen heraus, das wäre für mich nie ein Nachteil, wenn jemand in der Position, in der vorher gearbeitet wurde, einfach diese Sachen nicht vorhanden war. Zum Beispiel, wenn es eine Firmenstrategie ist zu sagen, bei uns wird nicht getestet. Oder wir migrieren nicht auf eine neue ECMAScript-Version, wo man jetzt Let und Const hat, weil keiner hat Zeit dafür. Dann kann ich der Person in erster Linie auch nicht vorwerfen, dass sie da drin nicht trainiert ist, die Sachen flüssig runterzuschreiben. Wenn da eine Passion für mich wieder dann im Gespräch herauszuhören ist, das sehe ich dann relativ schnell. Wenn ich dann natürlich auch merke, da ist auch kein Interesse,
an diesen Erneuerungen. Das ist natürlich jetzt im Frontend schwer, weil, hui, das ändert sich oft. Ja, würde ich auch so total unterschreiben. Ich würde gerne noch auf ein Thema hinaus, über das wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, weil und das ist das Thema Diversity. In unserem Bereich ist es ja schon häufig so, muss man halt irgendwie, finde ich, sagen, dass man natürlich sehr viele, ja, einfach männliche Bewerber hat, die irgendwie in den Prozess kommen. Aber was ich festgestellt habe, so, ich weiß nicht, ich mache seit 2013 vielleicht, würde ich sagen, bin ich irgendwie mit Interviews ab und an mal zugange. Und ich finde, gerade jetzt, was ich im letzten Dreivierteljahr oder so an Bewerbungen bekommen habe, das war so divers, also nicht nur der Unterschied Mann und Frau, sondern auch einfach Nationalitäten unterschiedlichster Art und sowas. Und das finde ich total toll für unser Team. Und ich wollte einfach nur nochmal sagen, ich kann im Moment halt feststellen, wie sich das so ein bisschen wandelt gefühlt oder habe so das Gefühl. Und ich wollte da auch dich mal fragen, ob du das auch so siehst, dass wir eigentlich jetzt an so einem Punkt sind, wo halt nicht mehr unbedingt alles irgendwie 90% Männer, die sich bewerben, die halt irgendwie alle natürlich auch eine ähnliche Sicht auf die Dinge haben, sondern dass wir halt viel mehr Diversität auch in den Bewerbungen haben. Ich habe das bei uns gesehen, habe auch mal irgendwann eine Auswertung gemacht und so, um mir auch das einfach mal anzuschauen, wo man halt echt Glück hat, weil ich finde halt gerade, wenn man das in einem Team halt zur Geltung bringt, halt, sagen wir mal, Frauen auch in ein Team bringen kann, weil man die Bewerberinnen halt auch hat, ne? Das finde ich einfach so krass wertvoll. Und das hat, finde ich, früher halt häufig auch gefehlt, was dann zu verschiedenen Auswüchsen führt oder so. Aber da habe ich so das Gefühl, dass wir einfach auch auf einem besseren Pfad, zumindest gut will ich nicht sagen, aber besseren Pfad unterwegs sind. Ist das bei euch auch so oder ist das jetzt Zufall bei uns? Bei mir kommt's wirklich drauf an, welche Firma, also jetzt nicht nur da, wo ich war, sondern auch andere betrachte. Es ist ja so ein generelles Henne- und Ei-Problem. Es ist schwierig, sich als Frau oder als eine Person, die normalerweise nicht unbedingt in Führungspositionen war, sich selber so vorzustellen, dass man da mal hin kann, weil es dann immer so unmöglich erscheint, wenn man teilweise gar nicht drüber nachdenkt. Und die Situation hatte ich ja nicht, als ich angefangen hatte zu studieren. Ich hatte Medieninformatik studiert, da waren 40% Frauen drin. Es hat sich dann schon im Ende heraus bis zum letzten Semester Master ein bisschen verändert. Aber von daher hatte ich persönlich mir auch nie viele Gedanken drüber gemacht, das hat ja nichts damit zu tun, wie ich coden kann. Und deswegen habe ich nie drüber nachgedacht und war irgendwie vielleicht deswegen immer eher selber bei Firmen, wo das egal schien. Und bei der ersten Firma, da waren wir eh nur zu fünft, kann man schlecht sagen. Bei der zweiten Firma, da die haben wirklich eine hohe Frauenquote auch in der Entwicklung. Bei der Agentur, da war es sowieso inclusive, da haben die sehr viel Wert drauf gelegt. Und jetzt ist es auch wieder so. Also für mich war es auch so eine kleine Hürde da war ich dann 29, als ich mich bei dem Startup beworben hatte, so als einzige Frontendler-Person, nicht die einzige Frau, wir haben auch ein 50-50-Team im Generellen, aber da macht man sich halt so einen Ticken Gedanken und da kam aber auch von den Gründern das Gefühl, dass sie sich überhaupt gar keine Gedanken gemacht hätten. Also ja, bei uns geht's auf jeden Fall in eine tolle Richtung. Ja, ich denke darüber so, dass das, glaube ich, auch tatsächlich auf die Firma drauf ankommt, wo man arbeitet. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht FIO, also diese Podcast-Firma, dass das vielleicht auch was ist, was interessant ist für viele Leute. Und bestimmte Dinge sind vielleicht dann auch so eher so ein Männerding oder sowas vielleicht. Ist aber jetzt nur so eine These. Und bei der Rheinischen Post fand ich das auch gut, dass es da, da war es nicht 50-50, aber da gab es Backend-Entwicklerinnen, zwei Stück und also was man so sonst eigentlich nie hat. Genau, eine dritte war auch mal da, die hatte aber dann, die hatte dann irgendwie auf den ganzen Arbeitsprozess dann auf Dauer doch keine Lust mehr. Aber so grundsätzlich funktionierte das da. Das fand ich ganz gut. Ein Negativbeispiel war ein so ein PDF, das ich vor ein oder zwei Jahren mal gelesen hatte. Ich selber bin ja sowieso immer da
mag ich das mehr, wenn irgendwo steht, du bekommst bei uns in irgendeinem Sinne halt irgendwie Freiheiten, in welchem Ausmaß jetzt auch immer. Also ich habe ja vorher schon den Witz drüber gemacht mit irgendwie diesem Obstkorb, diesem typischen, und irgendwie einer Kaffeemaschine. Ich brauche überhaupt keinen Bierkühlschrank. Genau, das wäre noch so eine Frage gewesen, welche Perks für euch gut sind oder wichtig sind. Ich darf mitten am Nachmittag mal einen Arzttermin wahrnehmen. Ich darf mal Homeoffice machen. Es wird mir generell vertraut. Und das ist mir persönlich wichtig. Also ich hatte einmal damit gehadert, dass ich bin ja als quasi Expertin für Frontend angestellt und musste teilweise schon sehr stark vertreten gegenüber männlichen Kollegen, warum man jetzt hier diese eine Methode einsetzen könnte anstatt ein anderes Konzept. Und da hat mir schon dann teilweise wirklich das Vertrauen gefehlt, wo ich dann auch an mir selber gezweifelt hatte, ob das jetzt einfach nur eine harte Challenge ist, wenn man sowas dann auch machen muss, oder ob das nicht jetzt wirklich gerade ein Ticken zu viel Vertrauensverlust in dem Sinne war. Aber ich brauche keinen Bierkühlschrank. Und schlimm fand ich dieses eine PDF, wo ich gelesen habe, also bei uns gibt es den Bierkühlschrank, übrigens kein Wein, also ein Bierkühlschrank, und es gibt ein Bierpong-Table und es gibt einen Kickertisch und es gibt, und ich so, oh, cool. Und ich hatte da nachgeschaut und die hatten auch auf jedem Developer-Bild wirklich halt ihre, keine Ahnung, 12 weiße Männer als Developer-Team. Und dann ist es natürlich schwer, jemanden mal reinzukriegen. Da fühlt man sich ja dann auch komisch, wenn man da mal reinbrechen muss. Auf jeden Fall. Das ist, ja. Ich weiß auch nicht, für wen sowas spannend ist. Also ich unterstelle mal, dass wenn man vielleicht eine junge männliche Entwicklermannschaft hat, für die ist das dann irgendwie cool. Die wollen irgendwie, die brauchen Bierchen und die wollen sich da zusammenrotten. Aber irgendwann hat man da auch keinen Bock mehr drauf. Also dann nur Bier und nur Party und so Zeugs. Da sind irgendwie andere Perks wichtiger. Und das geht dann auch einher mit einer entspannteren Belegschaft irgendwie. Einer, mit der man sich irgendwie gerne auch aufhält. Aber ich bin schon jemand, der Kaffee gerne mag. Also ich trinke hier zu Hause gerne meinen Espresso und kann auch gut sein und so weiter. Und habe mich auch früher immer gefreut, wenn man noch im Büro war irgendwo, wenn es dann guten Kaffee gab und so. Und das war mir auch wichtig. Und ich habe mich manchmal auch dafür eingesetzt und manchmal auch zu stark. So, ne? Also jetzt nicht so, dass ich in jeder Retro das Thema nochmal an die Wand gepinnt habe und gesagt habe, hier muss aber die beste Kaffeemaschine sein. Sowas jetzt nicht. Ne? Das war selbst mir dann zu viel. Aber ich habe das schon 2-3 Mal dann auch bei meinem Vorgesetzten da anklingen lassen. Hey, das wäre doch mal was. Und das hat auch, also das ging auch, weil man dann auch eine Kaffeemaschine bekam und oder eine gute, eine bessere hatte und so. Aber er hat mir als Feedback irgendwann mal gegeben, als ich dann gegangen bin, ja, pass auf, dein Anspruch, und das war halt zu dem Zeitpunkt so, du möchtest doch auch mehr sozusagen Mitspracherecht und auch mehr sozusagen dich engagieren können und auch mehr ja, vielleicht auch Verantwortung bekommen und sowas. Manchmal muss man halt gucken, welche Fights lohnt sich halt auch zu fighten, ne? Und welchen Perk will man auch unbedingt haben, sozusagen? Oder kann man auf solche Sachen nicht eher verzichten? Und das war ein ganz wichtiges Learning für mich, dass es sich für manche Sachen lohnt sich total zu fighten. Und es ist total geil, eine gute Kaffeemaschine zu haben oder die Bionade umsonst zu bekommen oder I don't know what, ja? Das ist total geil. Auf der anderen Seite finde ich, wir sind halt irgendwo auch zu einem Arbeiten da und wenn wir in unserem Gehalt, können wir uns auch ohne Probleme die Bionade selber mit auf die Arbeit bringen, in den allermeisten Fällen zum Glück. Und darüber hinaus finde ich halt, wenn das dann nicht der Fall ist, finde ich, lohnt sich das auch nicht so, für mich persönlich nicht mehr so krass dafür zu fighten jetzt und dann das unbedingt haben zu wollen, weil diese Energie, die man da halt, auch wenn es so ein bisschen ist, verballert, die kann man halt an anderer Stelle viel, viel besser gebrauchen. Also choose the battles that are worth fighting oder irgendwie sowas, ne, nach dem Motto. Und das war für mich einfach wichtig und deswegen mittlerweile bin ich fast anspruchslos geworden, was so Perks anbelangt. Ich weiß nicht. Ja, ich finde, da muss man auch so ein bisschen aufpassen, weil es gibt ja auch die in so Firmen dann ganz viele Nicht-Entwickler
Und da ist dann oft so ein bisschen das Problem, dass Entwicklerinnen und Entwickler so auf Händen getragen werden und die kriegen dann die tollen, wenn die eine Kaffeemaschine wollen, eine tolle mit, keine Ahnung, so ein Vollautomat, dann kriegen die den und dann kriegen die einen Kühlschrank mit Bionade. Und dann gibt's eben auch die, keine Ahnung, die Buchhaltung und alle anderen Menschen da, die teilweise eben dann auch das nicht so cool finden, weil die kriegen das nicht oder die kriegen das nur, weil die Entwicklungsabteilung irgendwie Rabatz gemacht hat. Dann kriegen es halt alle. Aber ohne die, also wenn es nicht die Entwicklerinnen und Entwickler gäbe, hätte es das nie gegeben. Und das ist halt dann auch manchmal, da muss man dann auch mal überlegen, ob das dann nicht irgendwie so ein bisschen zu viel ist. So. Ja. Es ist da ja halt so eine Priorisierungssache und es gibt halt Firmen, von denen ich gehört habe, die haben vor allem diese Perks, aber diese anderen Sachen eben nicht. Teilweise dieses Vertrauen nicht oder die stellen dann nicht das Arbeitsmittel zur Verfügung, mit dem man am sinnvollsten arbeiten könnte oder es wird Homeoffice einfach strikt so verboten. Ich denke, während Corona haben wir alle irgendwie Horrorgeschichten gehört von irgendjemand musste Webcam anmachen, um zu zeigen, was man am Platz ist und solche Sachen. Und für mich brauchst du erstmal diese Grundbedürfnisse, bitte vertrau mir als Person. Alles andere, natürlich ist alles andere nett. Also bei Sinnerschrader hatte ich ja so dermaßen viele Perks. Und ja, ich kann offen und ehrlich sagen, ich vermisse sie so ein bisschen. Man wurde wirklich so ein bisschen betütelt. Es war wirklich so wie ein bisschen so eine Familie. Man hat T-Shirts bekommen, man hat Notizbücher bekommen, man hat irgendwie einen Pulli bekommen, wenn man irgendwie, also ist nicht jeder ständig die ganze Zeit, aber wenn man dann mal auf eine Konferenz ist oder als Speakerin auf eine Konferenz ist, dann hat man da irgendwie Sachen und so viel Unterstützung bekommen. Und ja, es gab eine Siebträgermaschine und ja, da gibt's, ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht, Frühstück. Und hier geht's nicht um Frühstück, hier geht's um frische Semmeln und Brezen, für Bayern ja ganz wichtig, vom Originalbäcker. Da gab's die Bio-Butter, da gab's den Bio-Käse, das war alles. Und eine Gelbwurst aber auch, oder? Nein. Jetzt habe ich ja gerade geguckt, als du meintest, der Kaffee-Vollautomat. Das ist ja eben teilweise eben nicht, was reicht. Also, die Chira, heißt die Chira? Die Jurat, Entschuldigung. Auf jeden Fall dieses Kaffeemaschinen-Dingens, das es da gibt. Chira wäre aber auch gut ansonsten. Ja. Also das wäre auch so ein, wär ein ganz geiler Perk, wenn die so ein Chira installiert hätten irgendwo. Quasi dann muss dann schon die Siebträger oder der Mokka Master her oder teilweise wieder French Press. Und was weiß ich nicht alles. Und ja, ich bin da jetzt quasi auf beider eurer Meinung. Man muss schon auch mal dieses Verhältnis sehen und es darf dann auch nicht in die falsche Richtung abdriften, weil jeder von uns könnte sich irgendwie bei einer U-Bahn halt jetzt irgendwie die meisten haben ja auch da tollen Kaffee, da einen Kaffee mitnehmen. Man kann sich auch eine Bionade auf dem Weg holen oder eine Fritz-Cola, zuckerfrei. Und mit dem Obstkorb, deswegen ist ja mein Paradebeispiel, da ist halt so ein Kampf entstanden, dass die Leute montags möglichst früh kamen, damit sie jetzt so die besten Sachen aus diesem Obstkorb rausklauen können und irgendwie diese zwei Avocados, die dann drin waren, geklaut haben. Und das hat mich wahnsinnig abgelenkt und ich war dann auch ein bisschen beleidigt auf mich selber, dass mich sowas so ablenkt. Ich mag kein Obst, von daher war es mir immer egal. Aber man hat dann schon das Gefühl, so irgendwie irgendwas stimmt doch hier nicht. Können wir mal diesen Obstkorb abbestellen, weil der macht so viel Unruhe. Und dann gab es so Schreibtische mit so getürmt von Äpfeln und Bananen. Aber genau so sind die Leute ja. Das ist ja so dieses Ekelhafte. Ja, alles, was dann gut ist, da gibt's dann halt direkt irgendwie, ja, dann einer nimmt sich dann halt 7 Eis. Weil es Eis gibt, ja, da esse ich halt mein 7. Eis diese Woche, whatever. Und jemand anderes, der halt irgendwie gerade noch alle Bugfixes machen musste, hatte halt keine Zeit zum Kühlschrank zu gehen und hat kein Eis mehr bekommen, so. Und dann, oh ja, schade. Und wegen solcher Leute bin ich dann immer sehr sauer und dann denke ich mir immer so, ey, so funktioniert das halt nicht. Und jetzt kommen wir gleich zu dieser Diskussion über, wer räumt eigentlich die Spülmaschine mal ein und aus, so. Ja. Genau. Deswegen, bevor wir da jetzt in ausarten, erzählt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns doch mal, wie das bei euch so am Arbeitsplatz abläuft und wer bei euch eigentlich die Perks bestimmt und ob ihr eigentlich genügend Vanilla Coke bekommt oder ob ihr lieber was anderes trinken wollen würdet als das. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren.
Genau, auch generell so Ergänzungen und eure Sicht auf die Dinge, sowohl im Recruiting als auch im Recruited werden, als auch gerne im Freelancertum. Wir haben ja echt total viele Themen hier berührt. Also eigentlich ist es ja auch keine Recruiting-Alleine-Sendung geworden, sondern eine Recruiting- und Karriere-Folge, würde ich sagen. Exactly. Und dazu können wir auch auf jeden Fall nochmal die Folge empfehlen zum Thema Engineering Manager versus Tech Lead war es, glaube ich, oder sowas ähnliches, wo Khalil und der Stefan, glaube ich, darüber gesprochen haben, nämlich über diesen Karrierepfad. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir nochmal verlinken können. Ich habe leider nicht mehr die Nummer im Kopf, die Revisionsnummer im Kopf, aber wir werden das rausfinden und euch dann verlinken. So machen wir das. Genau. Ja, ansonsten, ihr wisst Bescheid, es gibt ein Newsletter. Der Newsletter hat auch einen RSS-Feed, den könnt ihr abonnieren, workingdraft.de/newsletter. Auf patreon.com/workingdraft hängen wir auch ab, in Form von Goodies und Aufklebern und so Zeugs. Und es gibt wieder eine Cookie-Bar, wobei die nächste, die ist diese Woche. Aber guckt immer mal, ob wir nicht an einem Donnerstagabend oder Nachmittag mal wieder eine Cookie-Bar streamen auf YouTube. Dann könnt ihr da mitmachen oder ihr guckt ihr euch in der Konserve an. Gibt alles, geht alles. Yes. Findet uns sowieso überall und lasst uns ein Abo da. 5-Sterne-Bewertungen sind auch gern gesehen auf YouTube. Der Like-Button. Weiß nicht, alles. Was man sonst noch alles machen kann. Shared uns auf Retweeten. TikTok. TikTok, ja. Retweetet uns. Ja. Twilio. Cool. Super. Bevor das ausartet, was es schon ist. Zu spät. Genau. Macht's gut. Schöne Woche. Danke fürs Zuhören. Und bis demnächst wieder. Liebe Grüße und gute Nacht. Auf Wiederhören. Tschüss.